Wie demontiert man das Nockenwellenrad? Bevor man mit der Demontage des Nockenwellenrades beginnen kann, wurde zunächst der Zahnriemen demontiert. Hierzu sind die Herstellervorgaben zu beachten. Zur Demontage werden eine Ratsche mit passender Nuss und ein Zapfenschlüssel benötigt. Zunächst wird der Zapfenschlüssel in die dafür vorgesehenen Löcher des Nockenwellenrades eingesetzt. Das Nockenwellenrad wird fixiert, damit die Nockenwelle keiner zu hohen Belastung ausgesetzt ist. Nun kann die Schraube, mit welcher das Nockenwellenrad mit der Nockenwelle verbunden ist, gelöst werden. Das Nockenwellenrad wird jetzt durch leichtes Wackeln gelöst und von der Nockenwelle entfernt.